Schau mal nix. Dieser Effekt, ne? Der auszuteilende physische Schaden wird drastisch reduziert. Ich kann mir Schöneres vorstellen. Dann einmal hier hin speichern. Einmal alles umgeformt. Na gut. Dann einfach weiter. Ich wollte gerade sagen, wo sind meine ganzen Gegner hin? Aber gegen euch will ich nicht kämpfen, also gehe ich schnell weiter. Die sind nervig. Killergeräte sind okay, aber die anderen Dinger sind nervig. Oh, da unten ist ein neuer Gegner. Wummel dem eigentlich immer vorschlagen, neue Spielstände anzulegen. Was bist du denn da für einer? Hi. Ich habe ihn überrascht. Rippgegner, wir werden nicht viel von dir sehen. Nee, wahrscheinlich nicht. Dachte ich auch so dumm, wie dumm. Stehe hier in der Wiege des Orphanus. Kontrolliere nur meine Gegend. Ab und zu wird hier noch ein bisschen was hin und her verschoben. Ab und zu kommt jemand vorbei und haut mich einfach tot. Scheiße, Mann. Schon kein schönes Leben. Na, ich sehe schon, was da hinten wieder für Gegner sind. Ich muss da wahrscheinlich hier an denen vorbei. Dann will ich da nicht zu denen. Ich verzichte. Was ist hier links? Die sind okay. Random Killergerät. Yikes. Das ist eine eklige Kombination. Dann müssen wir uns erstmal so schnell um die kümmern. Mal gucken, dass Sass am besten so viel Boost wie möglich erstmal raushaut. Bevor die uns zu viel auf die Fresse geben. Das war ein Skelett, der hat eh kein Leben mehr. Huch. Random geschockt da hinten, der eine schon. Ey! Ich bin gerade erst aufgestanden. Darf ich jetzt mal wieder was machen? Xillia für 5 Euro und die Uncharted für je 2 Euro. Also wenn man die Spiele gebraucht teilweise echt so gut bekommt, dann let's go. Kann ich voll appreciaten. Würde ich auch machen. Warum auch nicht? Wide open. Plasma-Detonation. Muss ich wieder in die Luft jagen oder was? Und wir stehen hier und denken uns so, ja, ja, okay. Mach du mal. Hat es noch aber Sass gemacht. Na gut. So, und jetzt noch das Killergerät. Wieder sich detonieren. Wobei, der
Die Stockleiste hat sich hier echt schnell aufgefüllt gerade. Das war gerade in einer Runde einfach voll. Sieht es bei ihm mit Feuer aus? Okay, schwäche Feuer. Nicht, dass er jetzt eine Resistenz gegen Feuer gehabt hätte und wenigstens mit Feuer draufhauen. Dann wiederum, das ist die Feuerwaffe auf mich. Ist ja, glaube ich, die einzige, die auch was bringt, weil die anderen eh magisch angreifen. Die ganzen Zauber werden ja wohl kaum vom Elementarwechsel beeinflusst. So. Guck mal, da vorne können wir jetzt mal sehen, was der Typ vielleicht wirklich drauf hat. Aber ich sehe gerade, hier ist eh eine Sackgasse. Ich hätte eh da unten lang müssen. Huch. Jetzt kam er nach vorne gedasht. Na gut, aber erstmal die Dagons. Ich muss schon sagen, er sieht leider schon witzig aus, wie die an mir vorbei dashen. Quietschen auch wie, keine Ahnung was. So. So, direkt mit dir. Einmal kurz auf Heilen gehen. Ich würde auch gerne mal diesen Instant-Schocker mal sehen, dass man den auch mal hier on-stream sieht. Wenn er jetzt zum Beispiel jetzt einfach instant... Am besten so, wenn er gerade bei 100% ist, instant auf 200 hoch. Das wäre witzig. Kampf beginnt, instant geschockt. Können wir das gerne beim Boss einfach am Ende machen? So direkt nach Beginn des Kampfes erstmal in den Schockzustand und einmal auf die Fresse geben. So, ich sehe... Bah! Da unten schon gesehen, was für Gegner wir vorbei müssen. Wie sieht es mit dem Kristarium aus? Machen wir mal so ein bisschen was verteilen. Gibt nicht viele Punkte, aber hey. It's a little beat. Du warst hier noch nicht fertig? Yes. So. Yay, damit ist sie damit auch fertig. Dann kann sie bei ihrem Augmento ein bisschen was machen. Wie ich sehe. Da! Ja, Jan 2021. Besten Sätze. Die kriegt ihr nur hier. So, und du brauchst da noch ein bisschen. Und jo, damit ist er hier auch fertig. Hier. Einmal ein bisschen manipulativ, Snow. Okay, dann unten lang. Nee, ich werde das Postgame wahrscheinlich nicht machen. Ich spiele es einfach durch und gut ist. Ich weiß zumindest, dass nach dem Endboss kriegt man noch eine weitere Leiste dazu in den Kristarien. Sprich... Da, wo ich jetzt quasi auf Stufe 9 bin, kann ich noch auf Stufe 10 kommen und dann noch mehr Status-Boosts und alles kriegen. Dementsprechend könnte man sich überlegen, die aufzusparen, aber ich
denke mal, ich spiele es einfach durch und bin sehr zufrieden damit. Kann ich dich überraschen? Nein, schade. Gehört ihr zusammen? Ja, schade. Dann nehmen wir dich da hinten zuerst. Es ist zum Glück nur einer von denen. Aber er hasst mich. Na, wobei, Sass hasst er auch ein bisschen. Die kosten dann 30.000, 60.000 pro Kugel. Läuft. Ich glaube, da verzichte ich drauf. Ach ja, Sass greift mit mir an. Du halbierst alle Elemente. Das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt ein Element drauf haben, weil ich jetzt nur halben Schaden bei ihm mache. Aber was willst du machen? Der Proeliator. Okay. Er hat gerade Sass und Vanille erstmal gebannt. Oh, Moment. Kann man wechseln. Ich möchte übrigens nicht wissen, wie 13.2 und 13.3 sind im Vergleich, weil ich die ja noch spielen möchte. Von daher, bitte da ein bisschen zurückhalten. Aber hey, wenn ich jetzt eh schon hier entlang gegangen bin, kann ich auch gleich das eine Item da weiter links holen. Eigentlich wollte ich ja hier nicht lang. Beziehungsweise habe ich gesehen, hier ist der richtige Weg natürlich und bin erstmal zurückgegangen. Um dann nochmal hier lang zu gehen. Oder so. Proeliator ist ein lateinischer Begriff für Krieger. Ah. Also es ist kein Proletarier dann. Die Sache ist, ich komme doch hier nie im Leben einfach vorbei, oder? Nee. Weil der eine... Ach komm, du hast mich nie im Leben erwischt. Der eine boostet einfach voll auf mich zu. Oh nice, das Meister verfehlt. Versuchen wir erstmal direkt volle Polarangriff drauf, bevor die zu viel Statuseffekte draufhauen. Diese Spiele hatten damals noch Spielanleitungen. Good old times. Ich habe Spielanleitungen geliebt. Wie ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass immer wenn ich mir ein neues Spiel in der Stadt geholt habe, dann habe ich mir auf dem Heimweg erstmal die gesamte Anleitung durchgelesen im Bus. Um zu wissen, was habe ich denn hier überhaupt? Es hat immer richtig viel Spaß gemacht, die Anleitungen zu lesen. Und zurück zum Blitzschlag. Die Anleitung von Wario Land 4 war aus Warios Sicht geschrieben. Die könnte ich sogar noch irgendwo im Keller haben. Wir haben nämlich letztens beim Aufräumen unter anderem halt auch die ganzen sehr viele alte Game Boy Advance Spielanleitungen gefunden. Ich weiß nicht, ob die auch damit drin ist. Das Spiel habe ich halt auch original für den Game Boy Advance, deswegen kann sein. Ich sag mal, eine Anleitung brauchst du auch spätestens für Rubin und Saphir, für das Braille-Alphabet. Jetzt kannst du die ganzen Rätsel gar nicht lösen. Beziehungsweise wahrscheinlich nur sehr umständlich. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann auf nach oben.
So. Einfach in den Kampf reingeportet. Hi. Nein, falscher Knopf. So. Analyse. Und Analyse auch auf den anderen. So. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen draufhauen. Während uns Sass weiter erstmal hochboostet. Bandersnatch. Ist das irgendwas aus Alice im Wunderland? Okay. Also ist ja schön, wenn wir die ganzen Boosts alle drauf kriegen. Geiers Segen. Ih, der kann heilen. Ja, schnell weg mit dem. No healer shall live. Boah. Ich glaube, das sind genug Boosts. Jetzt brauchen wir langsam ein bisschen Heilung. Das geht vom Schaden, aber den wir da abbekommen. Eventuell kann ich sogar gleich mit zwei Verheerern auch mal angreifen. Vielleicht auch nicht. Wenn ich sehe, dass die da doch beide sehr viel Schaden machen. Alice Madness Returns hätte ich, glaube ich, sogar auch irgendwo noch. Ich habe mir das nämlich mal als Let's Play angeguckt vor vielen, vielen Jahren. Ih, der kann auch heilen. Seid mal nicht so eklig, ihr beiden. Da müssen wir doch leider Doppelverheerer machen. Ja, vor Ewigkeit mal als Let's Play angeguckt und dann habe ich mir das auch mal geholt und seitdem nie gespielt. Ich könnte ein bisschen manipulieren. Vielleicht hilft mir das ja ein bisschen was. Wenn schon eins alleine nicht hilft. Ah, Feuer gibt er uns auch gerade noch drauf. So. Jetzt sollte er ein bisschen mehr Schaden nehmen. Hier passieren gerade Sachen mit diesem Gegner. Ich sehe es einfach nicht. Ah, der ist sogar immun gegen physische Angriffe. I see. Wieso ist er schon fast tot? Was habe ich mit dem Gegner gemacht? Ups. So, dann machen wir bei dem anderen das auch noch einmal. Einmal schön erstmal manipulieren. Lass mich raten. Und der ist dann dafür immun gegen den ganzen anderen Kram. Yikes, dem mache ich aber auch fetten Schaden gerade. Okay. Hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, was ich tun soll, aber yikes.
Die konnten danach ja gar nichts mehr. Falci Eden, Wiege des Orphanus. Where's this end? If there is one, I can't see it. I can't do this. All these Seath were people once, like us. But that's what Bartandalus is going for. Don't you see? Make us feel guilty, lose faith, and the second we give up, it's focus time. Wait till we're broken, slip on the leash. Yeah, well, when you think about it, having all this empathy, it puts us humans at a big disadvantage. Maybe. But it's also what makes us dangerous. Fang? What's wrong? Oh, nothing. Just that time's running short. It's okay. My mind's made up this time. We'll just make Cocoon our home. Yeah. I guess we will. Ich glaube, ein paar Paradigmen muss der gleich auf jeden Fall in dem Team nochmal ändern. So, und zwar das hier. Nehmen wir mal das, was gerade im Chat stand, weil ich glaube, Verheerer, Manipulator könnte echt gut sein. Und das. Können wir einen Heiler gut gebrauchen in der Kombination? Ja, doch. Sollte passen. Aber der hier nochmal. Und der, um nebenbei Schaden zu machen, dessen nochmal. Ja, okay. Rest passt so. So. Dann weiter. Irgendwas müsste ja hier da vorne gleich kommen, außer wir lernen plötzlich 2 Kilometer weit zu springen. Okay. Ich vermute mal, Dieter bringt uns wieder zurück an den Anfang. So, und an dir muss ich anscheinend wohl vorbei. Vorne ist nämlich irgendwas. Dann schauen wir doch mal. Also er hat zwar ein Schutzschild, aber ich kann ja trotzdem natürlich angreifen. Aber erstmal diese dumme Klinge weg. Da habe ich schon häufig genug gesehen, dass die echt eklig sind. Und Cess währenddessen boost us into eternity. Ist auch angenehm, so viele TP einfach zu haben. Man hält echt eine Menge aus. So ein bisschen Heiler drauf. Können wir das hier mal direkt mal ausprobieren? Oh ja, nice. Direkt den Deval drauf gekriegt. Und den Protest. Yikes. Der kriegt jetzt ja volle Kanne auf die Fresse von allem. Jo. Okay. Klingt denkt sich auch nur so, scheiße, Mann. Die sind geboostet, ich bin gedroppt. Wobei, eigentlich war in der Luft so weit gedroppt, war der anscheinend gar nicht. So, was ist das hier?
Was für ein Ding? Aus Baldovern? Zur oberen Ebene teleportieren. Ist das mein Rückweg? Probier's mal aus. Nee, scheint der richtige Weg gewesen zu sein. Oder? Ah, Moment, hier sind Items. Ah. I see. Aus Spaß wurde Ernst. Und Ernst ist jetzt 5 Jahre alt. Yikes. Was habe ich da gerade bekommen? Und dann habe ich meinen Schocker nicht mehr. Dann nicht. Ich will diesen Schocker endlich mal irgendwo sehen. In einem Kampf. So. Ich schon wieder auf irgendeiner anderen Etage. Okay, mehr Items. Ist Elixier ein gutes Item? Boah, MTP aufbessern. Ich habe irgendwie auf Vollheilung oder sowas gehofft. Na gut, haben wir noch mal ein paar Items gekriegt. Und zurück in der Mitte. Denke ich mal. Ja. So, jetzt könnte ich da links lang. Da links lang. Anderen Weg habe ich gerade nicht gesehen. Das Killergerät mich gerade irgendwie verpasst. Okay. Was haben wir hier für 2 Gegner? Ich wollte gerade sagen, ich sehe meinen Gegner nicht. War ein bisschen zu groß. Was mal so schnell. Was mit Manipulators doch nicht zu verachten. Wenn das Manipulieren mal funktioniert. Ne? Das ist halt die Voraussetzung. Oh, nice. Nebel draufgekriegt. Moment. So. Jetzt den Marder noch umhauen. Wo hat er denn auch seine Manipulation herbekommen? Kann ich mitbekommen. Also mein Pakt, dass die Charaktere, sobald sie sehen, dass sie jemanden fertig manipuliert haben. Na gut, dann hauen wir weiter drauf. Dass sie dann auch einfach direkt auf den nächsten gehen, anstatt einfach zu warten und nichts zu tun. Ich mag es immer wieder, wenn die Gegner einfach es nicht mehr schaffen, auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen.